Hi, du. Mensch, die Anführerin des Steinpürscherstamms runzelt die Stirn, als du dich näherst. Ihre wilden, bernsteinfarbenen Augen verfolgen jeden deiner Schritte. Wer nährt sich 100 Blut? Stärkste in ganzen Steinlanden, erste Freijägerin, Tierfrau ohne Grenzen, Mystikerin und Prima von Steinpürscherstamm. Und erste ihres Namens, oder wie? Sie beschnüffelt dich mit weit geöffneten Nüstern. Die gewaltige Tierfrau ist ihre Muskeln spielen und blickt aus hitzigen, blutrüssigen Augen auf dich hinab. Prima erinnert sich, gestank von kaltem Schweiß und heißem Atem. Blut und Eisenklingen stinkt nach Menschen, die durch Steinpirscherlande geschlichen sind, nach Eisenhäuten, die nach Tierfrauen geschmachtet haben und Stamm in Ketten werfen wollten, die ohne Gnade haben gejagt. Ja, Graven Ash und die Geschmähten lassen grüßen. Ash vor den Geschmähten. Sie rollt die Worte auf ihre Zunge und verzieht voller Abscheu das Gesicht. Was für ein Mystiker von eisenhäutigen Sklaventreiber von 100 Blut. Prima von Steinpürs schon schnellen Tod durch Clown von Tierfrau. Ein Trupp von Geschmähten und einigen Erdhexen möchte euer Revier passieren, um nach Heulfelsen zu gelangen. Lasst uns durch. Sie bläht ihre Nüsse und schnaubt. Ein plötzlicher, dunkler Zorn brodelt in dir. Geschmähte wollen alle Tierfrauen versklavt oder tot sehen. Nein. Werde Eisenhaut Eindringling in Tierfrauenland nicht helfen. Werde Menschen nicht zu Ort lassen, wo Steinarchont, Befreier von Stamm, jetzt liegt. Jep, jep, stimme zu. Sollten Eisen heute jagen und auslöschen, nicht stattdessen helfen. Sie kratzt sich faul an einer... Ja. Töte dem Schatten. Sie sind nicht hier, um den Stamm zu versklaven oder zu jagen. Ich sorge dafür, dass sie das Gebiet friedlich durchqueren. Ihr Fell sträubt sich und sie knurrt. Sie lehnt sich so nah heran, dass ihr heißer, stinkender Atem sich auf deiner Haut niederstreckt. Glaubt Mensch, Tierfrau wird sich Lügen von Schicksalsbilder anhören? Geh Mensch, solange Herz noch in eigener Brust schlägt. Okay, wie ich sehe, stecken wir in einer Pattsituation. Glaubt Mensch, Tierfrau wird Schlange, die in Nest gekrochen kommt, einfach so gehen lassen? Sie schnappt veröffentlich ihre gelben Reißzähne glänzen lassen. Wer den Schicksalsbitter töten, der für Geschmähte spricht? Die Tierfrauen jagen. Wer den Staub vom Boden zermalmen und vergossenes Blut auflecken? Schwerfällige Steinpirscherin denken, Alpha von Schattenjägerin zu bedrohen? Töte dem Schatten für Tierfrau gerne in Stücke schneid. Fetzen. Wird Primas Herz und Leber verschlingen und Bergschatten für sich selbst stehen. Okay. Nicht so gut. Hier ist 100 Blut und noch einer. Das Problem ist, ich bin halt ein bisschen umzingelt gerade. Aber wenigstens scheint 100 Blut gerade ein bisschen abgelenkt zu sein. So. Du buff mal deine Waffe, du steck den da in Flammen. Okay, die Linie nutze ich gerne aus. Ich mach mal so Heilung auf mich. Sie ist versteinert. So. Okay, Beric ist leider... ...außer Reichweite.
So. I'm on it. Sag bloß, du bist jetzt auch versteinert. Nein, du bist nur verwurzelt. Okay. Hundertblutsklaue. Schaden wäre mit Wunden belegt. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für Tötet im Schatten. Regenerierend und entropisch. So. Und wir haben eine böse Reputation jetzt beim Steinpirscherstamm. Und zwar sehr böse. Ja, ich habe im Raven Ash Namenstein 100 Blut getötet. Auch gut. Für mich. Reichweite fehlt mir noch ein Punkt danach. Explosives Geschoss. Ziel panisch werden, wenn ich es aus dem Schleichen heraus angreife. Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und dumm die dumm. Gewandtheit. Ich könnte mal mehr Lebenspunkte vertragen. So. Und ich werde wahrscheinlich die ganzen Heiltränke, also Bufftränke hier mal aufbrauchen, um meinen Main-Char zu buffen. On it. Okay. Ich habe jetzt ein ganzes Lager. Oh, muss ich auch die Welpen töten? Händlerwams. Die Welpen möchte ich nämlich eigentlich ungern töten. Aber ja, ich habe... Auf jeden Fall. Heads up. We have company. Okay, Lyras. Hi, gerade eben ist wieder so lustig abgeprallt. Bewegen brauchst du dich auch nicht. Du brauchst nur draufhauen. Barrack. Das reicht nämlich schon. Tiermenschenreißzahn. So. Kluftgrabe. Ist jetzt auch weg. Okay. Gegen so eine ganze Truppe. Schön, dass die Steinwächterin gerade ein bisschen fest hing. Okay. Lyra, zünde mal den Tiermann an. Barrack heilen.
alle auf den da fokussieren, dass der Schild tot geht. So, tötet dem Schatten mal eine Regeneration draufgeben, dass sie nicht so einfach umfällt. So. Das war die nächste Truppe. Ja, wir haben noch die beiden da drüben und eine ganze Menge da unten. Ja. Felt nothing. Get back here. I'd have it no other way. Lyra ist verängstigt. Okay, Lyra war gut verängstigt. Gezeter rum. Ja. Unbewaffnet Schaden bringt uns nur nichts. Right. Nee, bevor wir die da rausholen, müssen wir erstmal hier alles sauber machen. Will do. Get back here. So. Dann dich. If I can't move, I can't dance. Wie kannst du überhaupt sprechen, wenn du versteinert bist? Fall before me. Yes. Come at me, grave meat. Take that! I can't move! Okay. Wisstigerin ist auch böse. Gut, die ist jetzt auch weg. Rotmooswickel und Schutztrank. Oh, da oben haben wir was liegen gelassen. Also ja, ich habe es wirklich geschafft, bei beiden Fraktionen hier im Steinmeer mir Feinde zu machen. Sowohl bei den Steinpirschern, bei denen ich dachte, ich könnte noch irgendwie was rausholen, als auch bei den Steinmeertöpflern. Naja gut, ich arbeite für die Geschmieden. Das heißt eigentlich alle Rebellengruppen. Also mit Rebellengruppen meine ich gerade. Scharlachrote Kundküb, Schmiede sind ja die beiden Fraktionen, die ich am Anfang wählen konnte. Der Chor hasst mich jetzt auch sowieso, weil ich ja für die Geschmähten arbeite. Aber die ganzen anderen Fraktionen. Einmal die Ungebrochenen hassen mich. Gilde der Weisen geht eigentlich. Die sind eher auf meiner Seite. Bronzene Bruderschaft habe ich eigentlich ziemlich auf beiden Seiten ziemlich weit gebracht. Vendrienwache hasst mich. Eisengebundene lieben mich, weil die halt auch zum den Geschmähten dazugehören. Steinpirscher hassen mich. Lethians Kreuzung mag mich eigentlich. Und die Steinmeerdörfler hassen mich auch mehr. Wobei das untere ja eigentlich mehr einfach nur Einwohner sind und keine richtigen Gruppierungen. Lyra ist bei mir auf volle Loyalität, wobei ich sie eigentlich mal auf volle Furcht bringen wollte. Epp tötet im Schatten und Sirene. Ja. Die Artefakte sehen eigentlich auch ganz gut aus, alle. Tunon
stehe ich in der Gunst und Graven Ash auch, wobei ich bei Ash ziemlich viel Zorn durch seine Tochter gewonnen hatte. Der Wart hasst mich, Bladen Mark ist eher begünstigt. Naja gut, wenn es sein muss, werde ich einfach irgendwann tötet im Schatten auch töten müssen. So. I got it. Ja, sprich im Heufelsen mit Radix. Bronze Phalanx der Ehrenwache. Okay.